So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Portal. Also Portal 2 jetzt ja inzwischen. Ich würde mal sagen, wir setzen das Spiel einfach mal direkt fort. Und hoffen dann, dass diesmal die Soundaufnahme des Ingame-Sounds auch problemlos funktioniert. Das war ja letztes Mal offensichtlich ein Problem. Da möchte ich mich auch nochmal für entschuldigen. Und da haben wir ja glücklicherweise die Untertitel aktiviert. Da müsst ihr dann halt einfach mitlesen, beziehungsweise habt wahrscheinlich schon mitgelesen. Ist ja jetzt eine Woche her, dass das Ganze gekommen ist. Mann. Ja, wir sind jetzt wieder am Aufnehmen. Ich beginne heute einfach mal mit Portal, weil da ja auch heute eigentlich noch ein Part von kommen soll. Ich war die letzte Woche, ja, wie manche von euch vielleicht wissen, also diejenigen zumindest, die auf Twitter dabei waren, vielleicht wissen, da gebe ich solche Infos ja raus, war ich ja jetzt eine Woche lang weg. Bin jetzt aber wieder da und meine Boston-Sensibilität hat sich irgendwie seltsam angehört. Laser irgendwie. Naja, nicht wirklich besser. Irgendwas ist an meiner Maus gerade komisch. Ach, da hängt Staub vor dem Laser. Das erklärt einiges. So, besser. Nein, nicht wirklich besser, aber okay. Wir spielen jetzt einfach mal so. Ich weiß ja überhaupt nicht mehr, wo wir gerade waren, aber hier ist ein dunkler Raum mit Lampe an der Decke und da gehen wir einfach mal rein. Überraschung in 3, 2, 1. Ich habe gelogen. Oh. Überraschung? Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Naja. Okay, also, nichts mit Eltern treffen und so. Aber gut, wir sollen unter die Testkammer. Und da hinten ist so ein behinderter Wachtruin. Weswegen wir jetzt erstmal gucken werden, dass wir den ausschalten. So, da bist du. Wie kriegen wir dich da weg? Ja, offensichtlich erstmal gar nicht. Ich hoffe, wir sind hier hinten nicht in seinem Schussfeld. So sind wir momentan nicht. Ach, guck mal, da ist so eine schöne kleine Animation. Gut, wir brauchen den Laser dort vorne. Nach dort hinten durch diese vier am Boden stehenden Dinger durch. Da hinten haben wir erstmal eine Glasscheibe, da gehen wir jetzt zunächst mal hin. Da und hier. Nein, nicht durchfallen, zur Seite gehen. Ich sagte, zur Seite gehen. So, und danke. So. Was sehen wir von hier aus? Von hier aus können wir... Nicht nach dort hinten. Das Portal. Ich weiß nicht genau, wo wir rauskommen, aber wir kommen irgendwo raus, wo man sich abschießen kann. So, da hinten in der Ecke ist aber definitiv etwas. Und da will ich jetzt definitiv hin. Du da. Du da oben fürs. So. Gut, da haben wir jetzt erstmal ein blaues Portal und wir sollen, glaube ich, ein bisschen mehr mit System vorgehen. So, dann sind wir hier. Und dann sind wir hier. Wir sind sicher hier. Gut, so, wir müssen da hoch. Gut, dann wird das nichts. Nach hier zurück. Nach hier zurück. Lass den kurz ins Ziel verlieren. Gehen wir nach hier hinten. So. Wie kriegen wir den hier vorne? Den Laserstrahl. Wo brauchen wir da hinten das Teil? Ich einfach nochmal da oben. Mal gucken, was da so ist. Wir haben dann natürlich den Ruin hier. Wir haben einen Knopf. Das ist sehr schön. Wo kommt der runter? Und dort kommen zwei Bälle runter und fliegen nach dort unten. Okay. Da müssen wir mindestens einen von abgreifen. Bedeutet, was haben wir sonst noch für Möglichkeiten hier? Hierhin einsetzen. Wir können da einsetzen. Dann können wir den drücken und mal einfach hier durchgehen in der Hoffnung, dass wir den wischen. Können wir. So, das ist möglich. Das machen wir auch genauso. Wir gehen hier durch, dann kommen wir hier hoch. Und dann nehmen wir uns eine Sache und noch einmal. Nächster Versuch. Wir müssen einfach noch schneller, noch näher da hinten dran. Der Turm macht das Ganze natürlich einfacher. Ja, Mann.
Okay, das scheint der richtige Weg zu sein. Ist gerade blau. So, jetzt. Ja, das ist sehr schön so. Der eine ist sogar schon noch da hinten durchgefallen. Wir setzen jetzt einfach mal blau nach hier. Gehen hier hin, holen uns den und rennen unser Leben. So, erfolgreich ins Leben gerannt. Und gehen dann mal von hier aus ins Besitzung zurück. So, okay, von hier aus können wir arbeiten. Nummer 1 nach Dortmund. Ja. Na, gehen wir einfach hinterher. Wenn man es nicht am Laser und lenkt den Laserstrahl mal um, wie es so was uns nützt. Heute durch die beiden durch. So, wieder zurück. Und dann nehmen wir dich hier vorne und berutzeln erstmal. Und berutzeln erstmal diesen Wachtruinen da vorne kaputt, denn der nervt ein bisschen. So. Deckung gehen. Der ist weg. Dann haben wir die beiden aktiviert. Dann müssen wir jetzt hier hinten noch den anderen aktivieren. Dann haben wir das auch geschafft, würde ich sagen. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Jetzt ist nur noch darüber. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, nehmen Sie nicht. Legen Sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Ich vermute. Kommen wir darüber. Wir haben von hier vorne aus nicht genug Sprungkraft, würde ich vermuten. Ich werde es jetzt eigentlich nicht ausprobieren, dann sterben wir am Ende noch. Wir müssen irgendwo ein bisschen Schwung aufbauen. Die Frage ist nur, wo. Wir könnten dort hoch nochmal. Da haben wir einen wesentlich besseren Überblick. So, man könnte von hier vorne aus. Ich weiß es. Okay, das ist auch ein wirklich kompliziertes Rätsel. Wir nehmen dich nochmal und dann nehmen wir die andere Seite von dir irgendwo nach da so. Und dann können wir da auch ganz problemlos durchlaufen und sind damit mit dem ersten Raum des Tages fertig. Und weil es jetzt ein bisschen flüssiger läuft. Maus ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es geht inzwischen halbwegs. So. Das ist das erste Mal, dass wir so aufzuklassen. Hey, wie geht's? Ich habe mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach gerade Pause, Kumpel. Pause. Ah! Okay. Halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes ja, so. Pack. Eigentlich nicht wirklich. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern. Okay, 5 Kammern. Machen wir jetzt einfach mal. Zählen mit. Und dann gucken wir einfach mal, was unser lieber kleiner Wheatley sich da hat einfallen lassen, um GLaDOS zu besiegen. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Naja, bis zu einem gewissen Grad. Wir machen jetzt erstmal einfach nur diese 5 dummen Kammern hier. 19 von 22, ich weiß nicht wirklich, ob es noch 5 Kammern geben wird. Aber nun ja, wir haben mehr oder weniger alles. Wir wissen. Oh, da wird erstmal Licht gemacht. Zumindest so mehr oder weniger. Wir haben hier vorne einen Laserstrahl. Wir müssen also diesen Klotz da unten erstmal holen. Ich glaube, ich muss das Spiel ein bisschen leiser machen. Dann haben wir dort vorne ein paar von denen, die sollen eigentlich kein Problem sein, sobald wir angefangen haben, mit Lasern zu arbeiten. Ich gehe einfach mal runter. So, der Laserstrahl kommt da rein. Wo war das Geräusch gerade? Okay. So. Hier hin. Dann werfen wir erstmal den Klotz hier vorne und den Laserstrahl irgendwie für uns nutzbar zu machen. Denn hier hin bringt uns ansonsten überhaupt nichts. Einsetzen können wir den nicht direkt. Doch, wir können ihn dafür einsetzen, um das dort zu aktivieren. So, das sieht irgendwie gerade ziemlich komisch aus, aber okay. Besser würde man so sagen, dass es irgendeine Art von Sinnweg gibt. Nein, offensichtlich nicht. Okay, dann lassen wir das. Wir wollen jetzt halt noch weitere Klötze. Wir haben da vorne erstmal so ein Teil und dann haben wir dort noch so ein Teil. Dann haben wir hier noch so ein Teil.
jetzt haben wir ein bisschen mehr Überblick hier. Wir könnten uns dort oben antworten mit dem blauen Portal. Komm schon, geht doch. So, dann sind wir hier und haben noch einen von diesen Klötzen. So, dann mal mit. Und dann würden wir ganz gerne da oben ohne Möglichkeit und dann blau. Du kommst mit. Und hier auch. So. Denn hier müssen wir nachher. Da oben kommt jetzt kein ganzes Portal. Alles ist schade. Wir gehen einfach. Ja, wir müssen irgendwie da hoch. Okay, wie kommen wir da hoch? Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Also für mich, das ist sehr schön. Wenn du endlich eingesehen hast, dass Selbstmord der einzige Weg ist, Kleidos, dann danke ich dir da sehr. Ist natürlich immer eine feine Sache, wenn sie zumindest für mich... Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Yay. Also das findet sich erstmal überhaupt nicht schön aus, wenn ich das jetzt anmerken darf. Und an dieses Rätsel erinnere ich mich auf sehr, sehr negative Art und Weise, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Aber gut, das ist momentan überhaupt nicht Sache. Ich hätte ganz gerne zunächst mal diese Kamera zerstört. No, schade, funktioniert nicht. Okay. Also, wir haben ein paar Laser. Und wir haben ein paar von diesen Teilen, die man mit Laser aktivieren muss. Die müssen wir aktivieren. Und deswegen setzen wir zunächst mal blau dahin und orange hier hin. Und orange hier hin. So. Gut, Nummer 1 sitzt. Nummer 2 hätte ich ganz... Warte mal, du hier vorne spielst einen schönen schrägen Winkel auf. Damit könnte ich den hier vorne aktivieren. Kann ich nicht einen Mutant fangen, oder? Nein, kann ich nicht. Muss halt den, um das da hinten zu aktivieren, also diesen Laser hier vorne zur freien Verfügung. Den legen wir einfach mal nach dort rein, den zu aktivieren. Und den hier vorne. Zu aktivieren. Das war insgesamt wesentlich einfacher, als ich es in Erinnerung hatte, wenn ich das mal so sagen durfte. Jetzt hier vorne das. Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen
und sich von allem Überflüssigen trennen. Genau meine Meinung. Da hat Glenos einfach immer recht. Und wenn diese ganzen überflüssigen Tests mal weglassen würde und es einfach so objektiv sehen würde, dass es sowieso früher oder später drauf geht, könnte man sich eine ganze Menge sparen. Denkt ihr nicht auch? Aber gut. Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung. Mit tragischen Konsequenzen. Und echtem Konfetti. Dem Guten. Die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen, aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Dann ist das doch schon mal wundervoll. Wir sind 21 von 22. Noch zwei weitere Testkammern, dann hat Willy versprochen, uns zu retten. Auch wenn wir natürlich nur noch eine haben, laut dieser Prognose da. So, lass mich hoch. So, jetzt sind wir eine ganze Ecke weiter oben und haben das Ganze vermutlich total onnitz gemacht. Aber egal, wir haben einen Überblick. Wir müssen da unten irgendwas drauflegen. Wir müssen dort hoch, was wir nicht direkt so hätten machen können, weil das viel sinnvoller ist. So, damit haben wir den Würfel dort unten, sobald wir den Knopf gedrückt haben, den Würfel holt. Wenn ich nach unten setzen, ist das jetzt. So, das funktioniert. Würfel was kommt. Ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Scheiße. Grüezi! Ich spreche in einem Akzent, den sie nicht verstehen kann. Cool. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent klappt's nicht, lauf! Scheiße, okay. Lauf! Lauf! Los, lauf! 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 Ich schließe die Tür! Nur nochmal zur Erinnerung, wir beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier, also immer schön weiterrennen. Klar, gerne, mal eben kurz zu den Plänen, die ich in petto habe. Wir deaktivieren ihre Turmproduktion, deaktivieren ihr Nervengift und dann treten sie ihr gegenüber. Klar, gerne. Wenn sie doch, lauf! Das ist doch nicht so cool, wenn ich mal sagt, keine Freunde gespielt hätte. Turmproduktion und Nervengift zu deaktivieren. Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir, das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält die uns eigentlich? Oh! Ja, so. Ah, Ladebildschirm. Okay, also rennen wir jetzt vor GLaDOS weg und doch nicht irgendwie irgendwas mit. Noch 5 Testkammern und dann Rettungsplan. Aber okay. Ich weiß gerade nicht, wie kann ich heute den Ladebildschirm jetzt schnell draußen einnehmen oder so aus der Richtung. Aber ich dachte, ich hab durchgefahren, okay, Was passiert da drin? Aber wenn schon mal schnell zu können, aber ich werde einfach schnell ausgeschaltet. Komm wieder raus, lass ein Portal rein und die ist noch immer so dicht, lass ein Portal rein. So, hier. Es läuft ganz schnell. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich hier auf der Flucht mehr Probleme haben würde. Wie zum Beispiel, dass ich da gerade nicht direkt den ersten finde. Also direkt in die weiße Wand, die ich holen muss. Beim ersten Loch. Aber okay. Die muss ich wieder runter. Ich muss wieder sehen. Hier, wunderbar. Jetzt den Schnitt. Gut, und damit sind wir weiter auf der Flucht. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wie lange ich aufgenommen habe, ob das jetzt eine halbe Stunde war oder eher so eine Viertelstunde oder so. Teil 5 die Flucht auf jeden Fall. Nur die Tür funktioniert nicht. Wir schnell bei dem Thema Portal ist immer gut lernen. So, und dann geht es hier so. Oh, klasse! Du hast es geschafft! Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Natürlich nicht. Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Gut, mach ich nicht. Ich bleib hier stehen. Okay, gut. Ich hab da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich.
Bereit? Klar. Mach nur. Ah! Oh. Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine wandelnde Taschenlampe mit uns. Ganz schön dunkel hier, was? Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören, die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Fabrikeingang muss hier irgendwo sein. Sehr schön Licht. Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Klar, kein Ding. Wir haben diese wunderschönen, tollen Schuhe. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Okay, da unten. Das ist zum Beispiel schon wieder so eine Sache, die ich nicht sehe. Oh, schön gemacht. So, hier dürfen wir jetzt wahrscheinlich nicht uns drin. Hier. Lust auf eine kleine Geschichte? Wow. Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Das war ein Fail. Ah, es ist dieser dumme Greifer, dass ich auch genau in dem Moment in meinen Weg bewegen muss. Das ist runterfalle. Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Hier runter. Warum ist der Kleine noch? Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Oh, schön gemacht. Hier vorne durch. Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. So. Dann hier hoch. Und wo bist du? Da ist eine Schiene. Und da kommt der. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Klar, komm ich. So, hier bin ich. Hallo. Gut, dann... Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Ein Glück machen die Portale. Ich sag dir was. Ich... Liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Danke, du bist mir jetzt irgendwie jetzt nicht versuchen. Das ist so schön klein. Also, ich weiß schon, dass Menschen so nicht die absolut tollen Links und Färben Roboter sind. Das ist jetzt ein bisschen toll. Okay, das ist toll. Also, ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. So. Sobald da keine Geländer mehr sind, falle ich runter. Das ist doch irgendwie... Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Da musst du noch Alex Christen den Satz wieder neu anfangen. Also gut. Also, ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Mach das mal kleiner. Ich bin hier. So. Ja, schneller. Ich natürlich mal wieder. Also. Ansonsten setzen wir spätestens jetzt wahrscheinlich den Schnitt. Keine Ahnung, ich sollte mir wirklich mal wieder den Timer stellen. Damit ich so einen groben Überblick habe, wie lang die Folgen schon sind. Aber ich sag einfach mal, hier vorne ist ein Schnitt. So.